Das geschah beim letzten Mal. Und so geht es weiter. Ich gehe automatisch so langsam. Was ist hier? Du! Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey! Ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Ich glaube, ich muss der neue Typ? Jetzt, ne? Ja. Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Dietrich. Ja, Dietrich nehme ich direkt mit. Neuer Plan. Warum auch immer der hier draußen? Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Ja, schon. Danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Also wir sind jetzt das Kamerateam, was dementsprechend schon ein bisschen her ist, dass wir hier gefilmt haben, weil man hat ja an den Bären gesehen, dass es auch schon etwas länger da steht. Gut. Laufen wir? Klar. Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen? Jetzt nicht mehr. Nach dir? Nach Günther. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Bakers. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzer Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was machst du? Ich mach mal die Tür André? Türen auf. Ach nee, ich bin gar nicht André. André! Ich bin der andere. André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Nope. Also, ich doch sowas wissen. Wo ist er? Was soll ich das? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Ja, ist klar. Was war das denn? Hast du es gehört? Ja, klar. Bin ja nicht taub. André! Wo zum Teufel ist der? Tja, wo ist André? André, wo bist du, Mann? Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Klingt ganz vernünftig.
Du zuerst. Ich brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. Na ja, feiglich. Was siehst du? Was ist? Ich sehe, wie er gegen die Wand lehnt. Komm runter, Feigling. Ja. Mann! Achso, das habe ich jetzt automatisch wieder gestellt, okay. Verdammt! So, hier war André. Hing mit seinem Gesicht hier drin. Oder mit seinem Mund. Autsch. Ja, das sieht nicht mehr so gesund aus. Boah. Da gibt es anscheinend noch ein paar mehr Leute, die vermisst werden. Mia?
rauskriegen, wie der das ist. Ob das jetzt Mia ist oder die andere, das weiß ich nicht. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Bist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, hab ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen, jetzt! Okay. Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Hey, was ist denn los? Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Glaubst du, du warst 3 Jahre hier und weißt es nicht? Was ist das Typen mit Fleisch fressen? Mia, wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Dort ist es. Hier ist es. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. B-001. Okay. Es gibt noch eine Tür hier, ich bin mir sicher. Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Ich habe Panik davor, mich umzuschauen. Mia? Okay. Ich habe mir erstmal Puppen angeguckt, aber warum ist jetzt. Okay, hier geht's also wieder nach oben. Ist klar.
sollte man sehen, nicht? Aber ich probier's mal. Kein Netz. Plötzlich auch. Jetzt muss ich ganz viel Zeug laufen. Ich gucke hier jetzt nur so angestrengt hin, weil ich von der Demo was gesehen habe, aber das ist ja alles nicht mehr. Sie sieht jetzt alles ganz anders aus, so spielt sich auch anscheinend anders. Okay. Tja. Da ich noch überhaupt nicht weiß, wie ich diese Folgen dann schneiden werde. Ich bin jetzt einfach mal weit. Ich gehe automatisch so langsam, was bist du, Mia? Keine Ahnung. Durchgeknallt? Lass mich!
Wehr mich nur. Schnucki. Putzi. Was ist denn, der fährt da los, seine Freunde zu suchen, und dann muss er sie niedermetzeln, weil sie auf ihn losgeht. Was für ein Scheiß. Nimm gefälligst die Axt mit. Jetzt klingt das Telefon. Ernsthaft? Jetzt klingt das Telefon? Nix. Badezimmer ist auch wieder zu. Warum auch immer. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Okay. Jetzt hält man auf einmal die Tür. Und sie ist weg. Warum ist sie jetzt weg? Hier sieht man noch die Schleife. Ja, da hat sie die Tür aufgemacht. Ich brauche aber die Sicherung, ne? Dachboden braucht die Sicherung. Hab ich nicht. Habe ich keine Sicherung. Ich habe den Bolzenschrank, der Schrank da hinten war ja zu, ne? Kann ich ja jetzt wieder aufmachen. Quasi. Die ganzen Stühle waren in dem Video auch noch nicht da. Gut, und ich würde sagen, danach schauen wir mal auf Dachboden. Da, Sicherung, Knaller. Ja, auf einmal ist die Schublade jetzt auf, weil wir sie im Video geknackt haben. Wie willst du das denn erzählen? Und was soll ich mit der IT machen? Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Das hättest du nicht tun dürfen! Das sagt verdammt Will! Das nicht jetzt, oder was? Und jetzt? Ja.
ich laufe hier mit dem abgehauenen Arm rum. Was mache ich denn nun? Was mache ich denn nun? Scheiße. Wäre ein... Warum hat er jetzt den Arm weggenommen? Das verstehe ich nicht. Ich speichere erstmal. Mia finden. Ich habe nur noch einen Arm, hallo? Okay, okay. Ich beende jetzt die Folge hier zum Schneiden und, ich freue mich darauf, zu erfahren, wie es weitergeht. Oder? Ich weiß nicht, ob ich mich freue. Baum. Dachboden. Oh Gott. War erstmal. Oh. Ich habe hier gerade so einen leichten Schock, wo das von irgendwo so über Ecke kommt. Okay. Bis zum nächsten Mal und einen traumhaften Tag noch. Tschüss.